Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, ihr Lieben. Heute möchte ich gerne ein paar Gedanken zu meiner Auswanderung mit euch teilen. Der Anlass dafür war tatsächlich, ich bekomme von Google immer irgendwie so Fotos von vor 3 Jahren, von vor 5 Jahren und so weiter. Finde ich eine super schöne Sache, weil ja, jedes Mal denke ich, wow, krass, da waren wir und das haben wir gemacht. 5 Jahre ist da schon her, das ist eigentlich das Schlimmere, aber gut. Jedenfalls habe ich vorgestern mich mit einer ganz, ganz tollen neuen Bekannten getroffen im Café und habe auf dem Weg dorthin Fotos bekommen von vor genau 3 Jahren. Da waren wir im Spreewald. Och, dachte ich mir, ja, wie schön, der Spreewald war wirklich, wirklich schön. Und wir haben ja 30 Minuten davon entfernt gewohnt beim Paddeln. So relativ, ja, erstaunlicherweise im Frühjahr wahrscheinlich waren die ersten Sonnenstrahlen da und wir sind raus aufs Wasser. Und dann bin ich andererseits auch total traurig geworden, weil ich mir denke, ja, eigentlich ist Deutschland, wie gesagt, wirklich ein traumhaft schönes Land. Wir haben alles, Berge, Wasser, den Spreewald, das Meer, also wirklich, wirklich alles. Und an und für sich habe ich immer gesagt, okay, mein Lebensabend werde ich nicht in Deutschland verbringen. Aber mich jetzt wegen diesem C-Wahnsinn da so rausgetreten aus Deutschland zu fühlen, da bin ich richtig wütend geworden. Also ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich bin richtig wütend geworden und dachte mir, nur wegen diesem Wahnsinn, wegen diesem Schwachsinn, wegen diesen irrsinnigen Maßnahmen, musst du jetzt das Land verlassen, weil du es einfach nicht mehr aushältst, weil du dich einfach unter Irren fühlst. Kann man ja nicht anders sagen. Ich meine, das wird ja nicht besser, wie ich jetzt gemerkt habe in Bayern. Und weil du einfach total eingeschränkt bist in dem, was du kannst dir nichts mehr machen, du kannst nirgendwo mehr hingehen, vernünftig, ohne dich zu maskieren. Du kannst nicht mehr ins Kino gehen, ohne irgendwelchen Mist auszufüllen oder zu machen. Also ich, ja, das hat sich ja erst im Nachhinein rausgestellt. Gut, ich wusste, dass das nicht so schnell vorbei sein wird. Man sieht es ja jetzt, dass es, und das Ende kommt noch. Da bin ich der festen Überzeugung. Aber ich bin dann, wie gesagt, so wütend geworden, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass Politiker mich aus meinem Geburtsland raustreiben. Auch meine Eltern, gut, meine Großeltern waren dann eher vertrieben aus Schlesien. Aber letztendlich, mein Land, ich zahle dafür jeden Monat meine Steuern und das bestimmt nicht gerade wenig. Und dann muss ich dort gehen, weil ich so nicht mehr leben möchte. Also ist das nicht total traurig? Also das wollte ich nur sagen. Wie gesagt, ich bin hier wirklich happy, aber weiß ich, ob meine Kinder vielleicht nochmal zurück, weiß ich, ob ich vielleicht in 2 Jahren zurück möchte in die Heimat oder ob mit meinen Eltern, mit den gut, Großeltern ist jetzt nicht mehr wirklich, aber weiß ich, ob ich da zurück möchte oder vielleicht möchten ja meine Kinder in Deutschland studieren. Das heißt, ich werde ja sicherlich, so habe ich mir das zumindest vorgenommen, meine Kinder überall hin begleiten. Das heißt, wenn die vielleicht in Berlin studieren wollen, werde ich definitiv in Berlin wohnen. Aber wie, unter welchen Umständen, wo soll denn das noch enden? Also ich bin wirklich wütend auf dieses Land. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Es macht mich traurig und total wütend. Wie gesagt, ich bin hier absolut happy, aber ich weiß nicht, was in 2 Jahren ist. Diese Gedanken wollte ich gerne einfach nur mit euch teilen. Ich denke, es geht vielen von euch so. Schreibt gern drunter unter die Kommentare, wie ihr das noch aushaltet oder ob ihr schon auch schon die ersten Schritte gemacht habt oder eben schon euch fokussiert habt und schon die Steps geht. Bitte, bitte, bitte verlasst diesen Wahnsinn, das kann man nicht anders sagen. In euren Möglichkeiten natürlich. Vielleicht ist es halt nur ein kleines Gartengrundstück oder ein Wochenendgrundstück, wo man sagt, okay, wir hauen wenigstens ein paar Wochen im Jahr aus diesem Irrsinn ab. Kann ja sein. Bis dahin, ich wünsche euch ein traumhaft schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.